Hallo und herzlich willkommen in meinem Camera Check Channel. Hier nun, wie versprochen, mein Final Clip über das Nokia 808. Mittlerweile habe ich dieses Smartphone seit fast 5 Jahren, nämlich seit Sommer 2012. Da habe ich es mir gekauft, im Frühsommer glaube ich, und dann den ganzen Sommer über Bilder gemacht, gedreht. Und ich glaube, spätestens im Dezember 2012 habe ich dann die ersten Clips hochgeladen und sozusagen meinen Camera-Check-Channel damit eröffnet. Und bis heute sind das auch die erfolgreichsten Clips. Ich kann ja mal das verlinken. Hier ist das weit oder meistgesehenste Video mit fast 180.000 Klicks. Allerdings eben auch sehr aufwendig gestaltet und gedreht mit einem Moderator, mit Madeleine. Und ja, hat viel Zeit gekostet, aber immerhin hat sich gelohnt. Ein anderer Clip, den verlinke ich auch gerne noch, das ist nämlich das Best-of von meinem Nokia, das einfach mal zeigt, was möglich ist, wie die Bilder aussehen können, wie die Videos aussehen können und so ein paar Tricks wie Zeitraffer und so zeigt. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Denn die meisten Abonnenten in diesem Kanal habe ich über das Nokia 808. Genau, so ist es. Ich sage mal so, ja, es sind die Nokia 808 Clips werden sehr, sehr gut geguckt bei mir. Oh, ich kann ja mal kurz aus der Rangliste vorlesen. Platz 1 meiner Zuschauer kommen nämlich aus Indonesien, danach Indien, Vietnam auf Platz 3, neuerdings. Ich glaube, die waren auch lange nicht dabei. Aber anscheinend wird dort das Smartphone auch viel verkauft. Rang 4 ist Pakistan, Platz 5 Philippinen, dann die USA und auf Rang 7 liegt Russland. In Deutschland liegt mein Nokia 808, ich glaube, nur an Stelle 15. Ja, ist hier nicht so populär. Ich habe es auch selten gesehen. Einmal ein Kollege, der hatte das mit dem Weiß. Und ja, ich glaube, die meisten, immer wenn ich das Smartphone habe und die meisten gucken, was ist denn das? Ist ja so dick und so, ja, so groß. Wobei groß, selber haben sie irgendwie so ein Smartphone, was wie so ein Tablet fast ist. Sehr dünn, aber naja, muss jeder selber wissen. Ich finde es okay, klar, könnte es leichter und kleiner sein, aber durch die große Kamera ist das eben bedingt ein bisschen klopsiger, mopsiger. Aber die Kamera ist eben auch sehr gut und hat es in sich. Ich kann ja mal die Vorzüge aufzählen. Also die Kamera bis heute für mich extrem gut. Nur wenige Smartphones schaffen es, das bessere Bilder zu machen. Es ist, wie gesagt, es macht 34 Megapixel im 16:9. Man hat sehr gute Bildwerte, guten Kontrast, keine digitalen Überschärfungen, Farben sehen gut aus. Das sind alles Sachen, die ich bei anderen Smartphones kaum sehe. Es hat ein Flashlight. Durch den digitalen Zoom kann man sehr weit rein in das Bild. Ja, wird neuerdings getoppt durch die Kameras mit den zwei Linsen. Toller Trend. Und vielleicht hat ja mein nächstes Smartphone auch zwei Linsen. Das muss ich dann sehen. Spätestens im Sommer ist es dann wahrscheinlich soweit. Ja, das sind die Vorzüge der Kamera. 34 Megapixel ist natürlich schon irre. Nutze ich fast nie. Da kann man Plakate machen, die so groß sind und die würden gut aussehen. Hauptsächlich nutze ich es eben zum digitalen Zoom bei Fotos. Dafür ist es gut und ich finde, ja, man hat eben nicht diesen Weitwinkelcharakter, sondern man kann eben auch ein bisschen reingehen, das finde ich gut. Ich habe da auch mal einen Clip gedreht und in der Anfangsmoderation, sehr witzig, ihr seht einen Zeitraffer und dann kommen meine Moderatoren ins Bild. Das ist so entstanden, wir haben erst die Moderation im Videomodus gedreht, dann durfte sie sich ausruhen und dann habe ich umgestellt auf Zeitraffer. Wir haben einfach, ich glaube, eine halbe Stunde habe ich es laufen lassen und dadurch entstehen dann im Hintergrund diese schnellen Bewegungen. Toller Effekt, leider nie wieder angewendet. Naja, die Kamera ist auf jeden Fall extrem gut, bis heute, 5 Jahre danach.
Ich habe mal geguckt bei DxOMark, die testen Kameras, Smartphones auch. Und das Nokia 808 hat insgesamt 77 Punkte, aber im Kamerabereich, Fotobereich 81. Der Videomodus hat 68, dadurch ergeben sich die 77. Und der Fotomodus 81 bedeutet gut. Im Vergleich, das Google Pixel hat 89 Punkte, das Samsung S7 kommt auf 88 und das iPhone 7 hat 86 Punkte mittlerweile. Ja, das übertrifft natürlich das Nokia, aber wie gesagt, für ein 5 Jahre altes Smartphone finde ich es immer noch extrem gut. So, es gibt noch andere Vorteile. Ja, also die Kamera, da muss ich glaube ich nichts weiter darüber sagen. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja die Clips angucken. Aber dafür, die meisten Leute, denen ist das nicht so wichtig, die Kamera, denn der Rest muss auch funktionieren. Ich möchte noch kurz sagen, es ist ja nicht nur die Kamera, die sehr gut ist. Es gibt halt auch noch andere Vorteile, nämlich durch diese Symbian-Oberfläche keine Virenprobleme. Ihr habt einen HDMI-Ausgang, toll, wenn man Filme schauen möchte. Nokia Maps, was jetzt hier heißt, funktioniert immer noch sehr gut. Opera Mini funktioniert. Der Musikplayer ist ein sehr, sehr guter Musikplayer, der eine ausgezeichnete Qualität hat. Und dann gibt es noch das Sound Recording, dieses sogenannte Rich Recording, dass laute Musiken nicht übersteuert werden. Selten angewendet, aber ja, funktioniert. Es gibt einen FM-Transmitter, ja, du kannst die Musik auf ein Radio über FM schicken. Das ist alles eingebaut. NFC gab es damals auch schon, nutze ich aber selten. Oder auch, ich habe es auch schon als Festplatte benutzt, denn hier ist ein USB-on-the-fly-Eingang, das Anstöpseln, Festplatte ran, übertragen. Das funktioniert. Leider nicht mehr lange. Der größte Nachteil für mich ist nämlich WhatsApp. WhatsApp nutze ich und nutze ich sehr gerne, aber es ist so, dass es im Sommer 2016 abgestellt wird. Sommer 2017. Ursprünglich sollte es im Dezember 2016 schon deaktiviert werden. Das heißt, es gibt keine neue Softwareunterstützung für diese Software. Aber irgendwie hat man sich doch durchgerungen und es läuft noch ein halbes Jahr länger. Ich vermute, es wird dann eingestellt und es funktioniert nicht mehr, die Software, aber vielleicht geht es auch noch ein paar Monate dann länger. Wir werden sehen. Jedenfalls bin ich darauf angewiesen und wenn das nicht mehr läuft, würde ich mir wahrscheinlich schon ein neues Smartphone holen. Und das teste ich natürlich hier auch. Natürlich möglichst ein neues Smartphone mit guter Kamera. Das schauen wir einfach mal. Ansonsten, es ist ja nicht nur WhatsApp. Der zweite Punkt, die USB-Buchse geht nicht mehr seit anderthalb Jahren. Sie war defekt, habe ich reparieren lassen. War dann wieder defekt. Und ich glaube, ich habe es zweimal reparieren lassen. Und dann habe ich gedacht, nee, jedes Mal 40 Euro ausgeben. Und nach der zweiten Reparatur waren auch wieder irgendwelche Dinge kaputt gegangen. Und aber man kann es ja umgehen. Also Datenübertragung geht ja eh noch. Man kann den Micro-USB rausnehmen und per Adapter in den Laptop. So kommen auch in die Dateien. Und Akkuladen, ja, deswegen geht die Buchse halt kaputt, weil man da mal reinstöpselt. Also auch mein nächstes Smartphone wird kabellos laden haben. Und ansonsten die Batterie, der Akku ist frei zugänglich. Ja, das heißt, man kann diesen dann rausnehmen und kann ihn laden. Ich kann das ja mal zeigen. Das ist nämlich so ein Ladegerät, was ich gekauft habe. Und es ist ein universelles Ladegerät. Und man kann, hier sieht man diese kleinen Pins. Und steckt man rein. Und dann kann man das einfach in die Buchse stecken und es lädt wieder. Super, für mich super, weil ich kann dann jederzeit den Akku wechseln und muss nicht irgendwie noch so einen Ladedongel ranhängen, wenn der Akku mal wieder fast alle ist.
eigentlich eine super Sache. Vermisse ich bei neueren Smartphones auch. Neukauf macht keinen Sinn. Vielleicht habt ihr selber schon gesehen, dass ein neues Nokia 808, es gibt sie noch, erstaunlicherweise, aber die kosten ungefähr 460 Euro. Ja, vor einem Jahr war es noch so 230 Euro, aber sie sind so teuer wieder geworden, es lohnt sich nicht. Aber so ist das. Schade, ich wollte noch sagen, ja, Symbian ist ja 2012 eingestellt worden, Ende 2012, und das Nokia 808 ist es das letzte Symbian-Smartphone. Und ihr alle wisst die Geschichte, Microsoft hat es ja nicht geschafft. Ja, man hat dann entschieden, die Nokia-Handys auf Microsoft umzustellen. Und alle Lumia-Handys hatten denn Microsoft, und bis heute hat Microsoft also aufgekauft, Nokia aufgekauft. Und nun ist es so, dass Microsoft im Prinzip Nokia gegen die Wand gefahren hat. Zumindest diese Herstellung der Lumia-Handys. Denn ich glaube, es gibt noch drei auf dem Markt, aber es findet ein Abverkauf statt und es kommen keine neuen Microsoft-Handys aktuell auf den Markt. Ja, es gibt noch neue von, ich weiß nicht was, LG, die Microsoft als Betriebssystem haben. Da gibt es noch drei, vier. Aber Microsoft selber stellt keine mehr her. Warten wir mal ab. Ich glaube, 2017 darf Nokia auch wieder neue Handys herstellen. Im Fremdauftrag, aber immerhin. Und da der Name, das Branding noch gut dasteht, kann es sein, dass dieses Jahr auch vielleicht spannende Sachen auf den Markt kommen. Wir hoffen mal. So, in diesem Sinne, das war mein Nokia 808 Clip, mein Final Clip. Das war's, finito. Vielleicht kommt noch mal ein Clip zu diesem Thema, wenn ich mich für ein neues Smartphone entschieden habe, oder vielleicht gibt es noch ein paar spannende Neuerungen. Dann würde ich mich noch mal melden. Ansonsten freue ich mich über Anregungen, Tipps von euch über das Nokia 808. Und bis zum nächsten Clip. Ciao.